Also, ich mache mir jetzt eine Pizza, Leute, und dann gehe ich weiter Among Us zocken. Ich bin gespannt, ob ich jetzt wirklich Imposter bin. Und? Ja! Leute, ich bin der Imposter. Das heißt, ich darf jetzt alle umbringen. Habe ich das gerade richtig gehört? Ja, ich habe ihn erwischt. Er ist tot. Hey, Leute. Was geht? Mama Danja hier mit... Bibikan, Hallöchen. In der Dot Me City und Mama Danja. Ich habe ganz viel zu tun heute. Sorry. Du hast viel zu tun? Ja, ich bin heute den ganzen Tag im Among Us zocken. Du hast mir versprochen, heute muss ich nichts machen. Was hast du zu tun? Ja, außer Essen und Zocken habe ich nicht viel zu tun. Ich hole mir jetzt meine Pizza und dann möchte ich auch in Ruhe gelassen werden, okay? Ja, okay. Mama Danja, das haben wir ausgemacht. Ja, bestimmt haben wir das, ja. Wir haben das bestimmt. Nicht bestimmt, das haben wir gemacht. Du hast heute gesagt, heute ist mein Zockertag. Mach, was du willst, Bibikan. Ich soll dir dabei heute nicht im Weg stehen. Also, ich mache mir jetzt eine Pizza, Leute, und dann gehe ich weiter Among Us zocken. Wir zocken heute all mit unseren Freunden, weil es haben ja alle Ferien. Und deswegen dachte ich, machen wir das. Macht ihr das auch mit euren Freunden? Schreibt mal in die Kommentare oder mit eurer Klasse. Also, bei uns sind ein paar aus der Klasse dabei und es macht ziemlich viel Spaß. Ich meine, ich war heute noch nicht Imposter, aber ich hoffe, ich werde es noch, weil Imposter zu sein macht ziemlich viel Spaß. Ich meine, Crewmate ist auch okay, aber Imposter macht viel mehr Spaß. Leute, wisst ihr, was ich übrigens festgestellt habe? Es gibt ja endlich Sachen für den Winter. Das hat ja sehr lange gedauert. Aber ich glaube, das mache ich heute noch nicht. Ich hätte ja sonst schon was in den schönen Wintergarten machen können, aber das muss noch alles noch gar nicht sein. Aber ich könnte auch einfach Bibikan nach seiner Meinung fragen. Ich bin jetzt wieder da. Okay, wir können starten. So, ich bin gespannt, ob ich jetzt wirklich Imposter bin. Und? Ja! Leute, ich bin der Imposter. Das heißt, ich darf jetzt alle umbringen. Also, im Spiel, wisst ihr. Habe ich das gerade richtig gehört? Wen will er umbringen? Ich muss das jetzt mal. Eigentlich macht man das nicht, aber ich muss mich jetzt mal kurz an die Tür stellen und lauschen. Ja, ich habe ihn erwischt. Er ist tot. Oh, es hat jemand was gefunden. Es hat jemand die Leiche gefunden. Was? Nein. Was? Nein, ich war nicht da. Ich war gerade bei Weapons. Ja, ich musste das Schiff verteidigen. Also ich bin raus. Ich bin nicht der Imposter. Ich bin kein Mörder. Hey Leute, habt ihr das gehört? Bibikan ist... Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob ich das jetzt richtig eingeordnet habe. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt gerade richtig eingeordnet habe, aber ich glaube, Bibikan ist... Ich glaube, Bibikan hat was Schlimmes gemacht. Ganz schnell einen Donut. Mama Danja, ich muss mir ganz schnell einen Donut holen. Ich kann nicht, was ich jetzt machen soll. Ich kann ihn doch nicht einfach anzeigen, weil das ist ja immerhin mein Kind. Deshalb kann ich ihn ja nicht einfach irgendwo... Ich weiß so gar nicht, was ich jetzt... Wie reagiert man denn da? Wir haben hier doch in der Adopt Me City auch gar keine Polizei. Außerdem muss ich ihm ja eigentlich... Eigentlich muss ich ja schon, also ich muss ihn ja eigentlich schützen. Ich kann ja nicht dafür sorgen, dass er irgendwie ins Gefängnis geht oder so. Aber ich meine, wir haben hier ja in der Adopt Me City auch gar kein Gefängnis. Aber ich weiß, dass es in anderen Gebieten ein Gefängnis gibt. In Bloxburg zum Beispiel gibt es ja ein Gefängnis und da könnte man ihn ja auch theoretisch einsperren. Die haben dort ja auch eine Polizei und so. Aber wäre das richtig, wenn ich ihn jetzt anzeige? Immerhin hat er jemanden ermordet. Es ist gerade einer da. Es ist gerade einer da. Okay, ich erwische ihn. Ja! Ich hab ihn erwischt! Und direkt Emergency Meeting. Hey Leute, also ich habe die Leiche von Lila habe ich gefunden. Ja, nein, ich war's nicht. Ich war's aber. Nein, ich war's wirklich nicht! Ich überlege, ob ich das mit Mr. Fizzy klären soll, aber Mr. Fizzy, ich weiß nicht, ob der das dann vielleicht auch ernst nimmt, ernst genug nimmt oder ob er dann überhaupt versteht, was ich meine, weil ich meine, immerhin ist Bibikan ja eigentlich immer ziemlich lieb gewesen und... Aber das war ja ganz eindeutig, was er da gerade gesagt hat. Und eigentlich hat er sich ja selber schon verraten, weil er ja ganz klar gesagt hat, im Internet, wie kommt der denn überhaupt da drauf? Ich kann ihn ja eigentlich überhaupt gar nicht mehr schützen. Oh Mann, was soll ich denn jetzt machen? Ich glaube, ich spreche mal mit Mr. Fizzy. Hi, Mr. Fizzy. Frage. Jetzt mal angenommen, Bibikan würde was Kriminelles machen. Das ist nur eine... Annahme, eine reine Annahme. Wir gehen nicht davon aus, dass es so ist. Nein, hat er nicht. Und was sollte ich denn dann, an wen könnte ich mich denn, weil wir haben ja hier in der Adopt Me City immer noch keine Polizei. Wofür ich mich als Bürgermeisterin übrigens schon sehr lange einsetze, Mr. Fizzy. Aber es kommen irgendwie keine Leute zustande, die es machen wollen. Naja, zumindest, also nur wenn dem so wäre. Dankeschön. So, Mr. Fizzy ist jetzt der Meinung, dass ich das mit der Polizei in Bloxburg klären müsste. Hypothetisch natürlich, wenn irgendwas gemacht hätte.
muss mich jetzt auch mal ein bisschen beruhigen. Vielleicht... Aber was kann er denn sonst gemeint haben? Also ich meine, das war ja so eindeutig, was er da... Aber ich kann ihn doch auch nicht verraten. Ich kann ihn eigentlich nicht verraten. Aber eigentlich wäre es schon richtig. Leute, was würdet ihr denn machen an meiner Stelle? Das ist... Ach, Mann. Ich will das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Und wenn Baby Khan irgendwas gemacht hat, dann muss er dafür halt auch gerade stehen. Dann ist das das Richtige. Und dann muss er dafür... Ich rufe jetzt bei der Polizei in Bloxburg an. Hallo? Ja, ich rufe an aus Adopt Me City. Mein Name ist Mama Danja. Ja, das ist bei uns so ein Ding. Da ist der. Nein, ich möchte gern etwas melden. Ein Verbrechen, glaube ich. Nein, wir haben ja keine eigene Polizei. Also es geht eigentlich um mein Kind. Um mein Baby, um genau zu sein. Ja, genau. Und ich glaube, dass mein... Leute, ich bin jetzt erstmal auf. Wir sehen uns später in einer Stunde bei Fortnite. Bis gleich. Ja, wir können ein paar Death Runs zocken. Ich glaube, dass mein Sohn jemanden umgebracht hat. Vielleicht sogar mehrere. Ja, ich weiß, dass es noch ein Kind ist, aber was soll ich denn machen? Er hat mir mehrmals gesagt... Er hat Hallo, Mama Danja. Oh, umgebracht. Ich gehe schon wieder raus. Ich wollte mir nur einen Donut holen. Wissen Sie was? Wissen Sie was? Vergessen Sie es, was ich gesagt habe. Vergessen Sie es einfach. Egal, vollkommen egal. Tschüss. Baby Khan. Mama Danja, ist alles okay? Ich wollte dich nicht stören beim Telefonieren. Tut mir leid. Was hast du heute so gemacht und in den letzten Tagen so? Ja, als nicht ich da war? Gezockt. Also ich wollte jetzt eigentlich auch kurz auf dem Spielplatz eine kurze Pause machen. Darf ich? Weil es war ziemlich anstrengend. Hast du doch was gerade versteckt auf dem Spielplatz oder warum willst du da jetzt so dringend hin? Nö, eigentlich nicht. Also ich wollte eigentlich mit Zoe dahin. Oh, Zoe. Guck, ich fühle mich auch nicht gut. Ich gehe kurz ins Krankenhaus, okay? Warum fühlst du dich nicht gut? Hast du ein schlechtes Gewissen vielleicht? Also, ja, ein bisschen schon, aber jetzt... Also, deswegen muss ich nicht ins Krankenhaus. Also, ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, aber eben in der Runde war soweit alles okay eigentlich. Also, ich meine, ich musste das machen. Auch wenn er mein bester Freund ist, ich musste das machen. Das ist halt... Was? So sind die Regeln. Claudio und Baby. Verstehst du? Ja, oder wen hat er jetzt gemeint? Oh Gott, die beiden. Baby Khan? Zoe, komm mit. Ja? Bist du sicher, dass du nichts versteckt hast auf dem Spielplatz? Nein. Hast du was versteckt? Eine Überraschung? Also, ich habe eine Überraschung, aber die ist jetzt nicht auf dem Spielplatz. Die ist bei uns zu Hause. Was? Ey, die ist bei uns zu Hause. Bei uns zu Hause? Bist du verrückt? Also, nicht so ganz. Also, nicht zu Hause, aber ich müsste dir das zu Hause erklären. Nein, jetzt macht er mich auch noch zum Mitwisser. Also, ich bin jetzt kurz auf dem Spielplatz mit Zoe. Ich muss mich beruhigen. Ey, Leute, ich muss mich beruhigen. Er hat mir ja immerhin noch nichts angetan. Also, ich meine, er hat mir ja nichts angetan. Da kann mir eigentlich überhaupt gar nichts passieren. Aber dann ja. Falls auch jemand anrufen sollte, kannst du bitte sagen, dass ich heute den ganzen Tag zu Hause war mit dir? Weil, weißt du, ich möchte nicht, dass die Leute denken, dass ich irgendwo anders war. Du kommst jetzt sofort nach Hause, Baby Khan. Jetzt! Aber wieso? Hat jemand angerufen deswegen? Nein. Ja, aber du musst das sagen, das ist wichtig. Komm doch bitte. Damit ich jetzt zu Hause bleiben kann. Ja, wir kommen sofort nach Hause. Ich kann das ja nicht in der Stadt mit dem besprechen. Am Ende hört uns doch jemand und dann zeigt ihn jemand anders an. Ich hätte auch gar nicht direkt... Eigentlich ist es schon richtig anzurufen, aber er ist halt trotzdem mein Kind. Und vielleicht... Ich rede erst mal mit ihm. Vielleicht war er ja nur dabei oder so. Aber dass er gar kein schlechtes Gewissen hat oder nur ein bisschen. So, Mama Danja, ich komme dann nach Hause. Ist bei dir alles okay? Du hörst dich irgendwie ein bisschen traurig an oder so. Super, mir geht's prächtig. Hä, wo ist denn dein Haus? Das ist direkt rechts neben der Adoptionsinsel. Wenn du rauskommst, okay, eher nach links. Weißt du, ich bin heute ein bisschen verwirrt, weil heute ist ein ziemlich besonderer Tag. Du kannst dich auch zu mir teleportieren. Nein, heute kein Harry Potter. So, ich gehe dann einmal kurz duschen, okay? Nein. Doch, ganz kurz, warte. Baby Khan, hast du jemanden umgebracht? Was? Bitte was? Was meinst du? Ich hab genau gehört, wie du gesagt hast, dass du jemanden erwischt hast und es ja, umgebracht hast. Ja, das habe ich. Sogar vier Leute. Ermordet. Vier Leute habe ich erwischt. Ja. So habe ich dich nicht erzogen. Aber wieso, Mama? Ich, nee, das war's. Mama, ich rufe jetzt wieder bei der Polizei in Bloxburg an. Stopp! Mama Danja, warum rufst du bei der Polizei an? Ja, weil du Leute umgebracht hast. Das darf man nicht.
Das ist verboten und das ist falsch. Ja. Und ich hätte nie gedacht, dass du das könntest. Ja, das weiß ich auch, Mama Dania, aber... Jetzt hast du nicht mal ein schlechtes Gewissen? Mama, wer bist du denn überhaupt? Ich kenne dich überhaupt nicht. Bist du überhaupt Baby Khan? Mama Dania, das ist hier... Also, Mama Dania, ich weiß das alles und ich weiß, dass man das nicht machen darf, aber... Dir schon warum kann, machst du es dann? Weil es ein Spiel ist. Auf dem PC. Das ist doch mit deinen Freunden. Mama Dania, ich rede hier von einem Videospiel. Von Among Us. Du weißt ganz genau, was ich die letzten Tage zocke. Und da ist man der Imposter und man muss alle anderen umbringen. Und das ist nur ein Spiel. Das ist nicht die Wirklichkeit. Bist du verrückt geworden? Warum sollte ich sowas machen? Warum traust du mir sowas zu? Bist du denn total verrückt geworden? Das ist ein Spiel. Ich zocke den ganzen Tag. Was soll ich denn sonst machen? Oh, bist du jetzt total verrückt geworden oder was? Wolltest du mich anzeigen, Mama Dania? Ups. Vielleicht. Ja, aber ich habe das gehört und dann dachte ich... Ja, aber das ist das Spiel. Das ist Among Us. Wenn man Imposter ist, dann darf man das. Das ist das Spiel. Du hast dann noch gesagt, du willst nicht, dass jemand weiß, dass du zu Hause... Also, dass du woanders warst heute noch als zu Hause. Und deshalb habe ich gedacht... Ja, weil ich habe gesagt, ich mache jetzt eine Stunde Pause. Und wenn die anderen Freunde jetzt mitbekommen, dass ich kurz auf dem Spielplatz war, dann gibt's Ärger. Weil dann würden die ja gerne mitkommen. Aber darauf hatte ich keine Lust. Ich wollte mit Zoe ganz alleine dahin. Tut mir leid... Glaube ich. Also Mama Dania, das ist schon ein bisschen brutal. Ja, deshalb war ich auch so geschockt. Ich wusste auch gar nicht, was ich machen soll, weil du bist halt mein Kind und eigentlich kann ich dich nicht einfach so anzeigen, aber eigentlich kann ich dich auch nicht einfach 4 Leute umbringen lassen. Aber das hast du ja gar nicht getan. Ja, das habe ich auch nicht gemacht. Jetzt fühle ich mich ziemlich dumm. Also Mama Dania, manchmal denke ich wirklich, dir geht's nicht so gut. Warum bist du denn nicht einfach nach oben gekommen und hast gefragt? Ich meine, du hättest doch gesehen, was ich zocke. Und ich meine, dann hättest du auch mal ein bisschen Interesse an dem, was ich mache. Ja, ich wollte halt... Also, ich wollte halt nicht, dass... Also, ich... Mama Dania, ich sag dir jetzt Folgendes. Ich wollte dich nicht direkt drauf ansprechen, damit du mich nicht zum Mitwisser machst. Aber ich konnte es dann halt auch nicht. Mama Dania, ich sag dir jetzt Folgendes. Mir geht's gut. Ich habe sowas nicht gemacht. Sowas darf man auch nicht. Das ist ziemlich schlimm. Ich habe es bei Among Us gemacht, einem Spiel, wo man das darf. Ich habe mich um Zoe gekümmert. Und wir halten fest, du brauchst mich nicht anzeigen. Ist das okay? Ist das verstanden? Ja, und es tut mir sehr leid. Und ich werde mir etwas überlegen, wie ich das wieder gut machen kann, Baby Khan. Ja, mach das bitte. So, Leute. Und ich zocke jetzt weiter. Ich zocke Z-O-C-K-E. Viel Spaß. Ich lausche auch, glaube ich, nicht mehr an deiner Tür. Tschüss. Unfassbar. Ups. Ciao.